So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sparks Challenge. Und ich weiß nicht, was wir heute so alles schaffen. Hey, bleib mal ganz unruhig. Du kommst jetzt erstmal in deine neue Parkgarage hier. So. Huch, wo bin ich jetzt gelandet? Hey, Parker. Seitdem nicht. Wir wollten hier eine Tür reinsetzen. Das ist ja voll scheiße. Hier kommt man ja gar nicht durch mit dem Pferd so. Wie ich mir das vorstelle. Müssen wir halt eine Dreiertür machen. Sieht zwar voll bescheuert aus, aber naja. Ist ja auch mein Haus. So. Müssen wir noch drei Türen, weil hier muss ja noch... Oder warte mal, hier ist eine, ne? Nee. Nee, hier ist keine. Okay, muss ja auch noch eine rein. Zack. Ja, machen wir hier halt so eine Dreiertür rein. So Durchgang. So. Und ja. Und so weiter. Oder wir machen hier einfach noch so einen Vorgang halt mit rein. So. So. Kann man das so lassen? Naja. Sieht aus wie so eine Röhre. Wie so eine U-Bahn. Aber gut. Warte, wir machen es noch ein bisschen kastig. Das sieht scheiße aus, aber naja. Ist ja auch mein Haus, ne? Haben wir Glas? Nee. Haben wir Sand? Können wir vielleicht noch ein paar Glasscheiben reinmachen? Pferd? Wo geisterst du? Ich glaube, das Pferd ist weg. Nee, hier ist es. Hey, bleib mal ganz unruhig. Ja, wir müssen auf eine geheime Mission. Mit dem Pferd können wir... Ah, okay. Das ist drin. Und irgendwie portet es mich immer hier raus. Zack. Jetzt bist du eingesperrt. Haha. Naja, aber du hast es wenigstens schön warm hier drin. Hier brennt so ein Öfchen. Hier brennt eine Fackel. Alles schön. So. Du sollst ein schönes Leben haben, Pferd. Mit Fackeln. Zack. Oh ja, lass das so. Ist schön gemütlich hier drin. Was ist da los? Mit Pferd. Mein Pferd und ich. Komm, gib mir Glas. Obwohl, ich mach's, glaube ich, gar nicht mehr Glas. Das war einfach nur so ein Einfall, den ich eigentlich gar nicht verwirklichen will. Aber naja. Soll es auch geben. Was machen wir die Folge? Ich habe schon wieder vergessen, den Content zu starten. Ganz ehrlich. Manchmal. Okay, das mache ich aber jetzt einfach so random. So hier. Und höre dann 2 Minuten früher auf. Ganz ehrlich. Weil, nee. Wir haben letzte Folge gar nichts geschafft. Das macht mich traurig. Aber wir haben wenigstens das Haus ein bisschen jetzt ausgebaut. Wenn es auch scheiße aussieht, aber... Naja. Man soll nicht immer so undankbar sein. Zaubertisch müssen wir noch craften, ne? Zaubertisch. Wie macht man einen Zaubertisch? Zaubertisch. Zeig mich mal den Zaubertisch. Mit 2 Diamanten. Haben wir noch Diamanten? Jo, haben wir noch. Einem Buch. Und 4 Obsi. Ja, dann müssen wir mal ein paar Obsi noch holen. Und zwar hier unten. Oh, weißt du was? Nö. Wenn wir schon so unproduktiv sind, dann machen wir hier wenigstens noch das hier weg. Boah, das nervt mich. Machen wir hier so einen höheren Gang. Oh, so. So, dann machen wir hier so einen erhöhten Gang. Zack. Wow! Wo kommst du denn her? Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Wo kommst du denn her? Du müsstest doch oben in der Oberfläche sein. Also so viele Monster hier. Ganz ehrlich. Chillt mal alle. Chillt mal. Meine Güte. So, erstmal eine Kartoffel.
Und jetzt erstmal hier runter. Und erstmal Obsidian holen. 4 Obsidian waren es, ne? Jupp, 4. Alter, ganz ehrlich. Stör mich nicht beim Obsidian abbauen, Bitch. Fallen sie alle auf mich runter. Was soll das denn? Dauert so schon lang genug. Hier. Hilfe. Warte mal, hier kann aber nichts passieren, ne? Also, theoretisch. Okay, hier passiert einfach mal gar nichts. Sehr schön. Warte mal, der hier dürfte auch safe sein. Oh, der ist gestorben. Creeper. To Lava. Okay. Jetzt haben wir 3. Warte mal, hier noch gucken. So, dann haben wir es doch. Dann nehmen wir den Obsidian hier noch mit und craften uns mal einen Zaubertisch. Zack. Wie kommen wir denn hier eigentlich wieder hoch? Ah, brauchen wir ja gar nicht, ne? Wir kommen hier so ganz locker easy wieder raus. So. So, jetzt kann man hier nämlich so einfach so hochjumpen, weißt du? Und das ist viel angenehmer so. Müssen natürlich zwischendurch mal was essen. Das ist nämlich immer ganz wichtig. Essen ist immer ganz wichtig, Kinder, weil sonst tot. Ja, das ging heute auch schon mal schneller irgendwie. So eine Bahnstrecke wäre mal cool. Und ich muss mal schlafen, weil hier sind Monster unterwegs. Oh, Pferd. Oh. Don't go on my nerves, bitte. Ich habe ein Diamantschwert. Auf Wiedersehen. So, schlafen. Waffel. Es antwortet mir nicht. Böses Pferd. Wie war denn das hier? Achso, ich brauche die Diamanten und ein Buch. 1, 2. Und ein Bücherli. Wird hier geschaut, ob da noch was drin ist, aber nö. Ich brauche genau 3. Okay, dann kann ich den da hinten nicht nachpflanzen. Sorry. Zack, 3 Papier. Zack, das. Ein Buch. Das. Und ein Enchantment Table. Machen wir... Wie viele Bücherregale sind dahin? 15, ne? Müssen wir natürlich ein bisschen Platz und so. Wenn wir hier so... Wenn wir hier die Bücherregale machen, dann machen wir den Zaubertisch doch hier so hin. Und machen hier drunter schon mal alles schwer in Ordnung für unsere Erweiterung des hässlichen Hauses. Dann kommt das nämlich hier so erweitert hin. Hier haben wir noch ein bisschen was drunter. Hier kommen dann die anderen Bücherregale hin. Das heißt, wir brauchen noch eine Außenwand. Hier brauchen wir die Außenwand dann. Können wir hier schon mal so andeuten. Und hier können wir mal alles ein bisschen begradigen. Ich weiß ja nicht, wie viele Bücherregale das sind. So in der Masse. So, hier hinten kommen die dann auch lang. Das heißt, hier muss auch noch eine Außenwand. Das ist dann die Außenwand hier. So. Können wir schon mal so aufstapeln, hochstapeln, Hochstapler. So. Ah, das ist ein Birkenbaum. Ne, lass mal stehen. Der Birkenbaum ist schön. Aber Oak Saplings brauchen wir noch. Beziehungsweise Oak Wood. Weil ohne Oak Wood nichts los. Ohne Oak Wood nichts los hier. Ich muss gleich das Infovideo drehen für das, was hier passiert ist mit der mit dem Bluescreen und so weiter. Muss ich noch machen.
Aber das kommt alles nacheinander, meine Kinder. Und hier muss ich jetzt alles ein bisschen mal absichern. Hier mache ich noch so ein vorgartenmäßig Dingens hin. Hier, den müssen wir nochmal abbauen. Also das wird quasi das so hier machen. Dass wir hier so einen Schwank rummachen. Und hier so rumgehen. Und dann haben wir hier so einen, ja, so einen kleinen Vorgarten mäßig. Und hier können wir noch eine zweite Schicht schon mal drauf machen. Zack. Ja, beziehungsweise können wir hier auch gleich so machen. So. Dann haben wir das. Ja, und hier kommt doch keiner mehr rein eigentlich. Also, wenn ich alles richtig berechnet habe, in meinen Gesetzen des Archimedes. So, dann kommt hier keiner mehr rein. Hallo Pferd. Hey, du verschwerst mir den Weg, ja? Das ist nicht cool von dir. Jetzt brauchen wir noch ein paar Sticks. So in etwa. Zack. Zauntüren kann man nie genug haben. Okay, schmeiß mich halt gleich raus. Ist in Ordnung, wollte ich sowieso hin. Und hier machen wir auch noch eins hin. Hier, komm, wir was haben. Zack. Können wir mit dem Pferd besser durch. Haben wir einen Vorgarten. Beleuchten wir noch ein bisschen. Zack. Ach, warte mal, hier kann ja auch noch einer drüber, ne? Ja, das geht ja natürlich so nicht. Das müssen wir dann so halten. Da können wir nicht alles symmetrisch machen. Das tut mir leid. Da muss auch mal eine Symmetrie eingespart werden. So, hier mal ein bisschen Beleuchtung. Damit es nicht ganz so dunkel ist hier. Haben wir ein bisschen am Haus rumgebastelt. Das ist doch auch mal schön. Crafter entzaubert. Ich würde ja gerne noch ein paar Leute schlachten, damit wir wenigstens auf Level 30 kommen. Obwohl, weiß ich noch gar nicht, ob sich das lohnt. Wir müssen dann in der nächsten Folge dann eigentlich mal einen Dungeon finden. Ertausche mindestens einen Emerald mit einem Villager. Das können wir natürlich auch noch machen. Wie weit ist denn der Countdown fortgeschritten? 9 Minuten 40. Ich würde gerne nochmal schauen, was die Villager alles so zu bieten haben. Und ich muss gerade mal aus dem Vollbild raus, warte. Zack. So, hier Vollbild. Haben wir 13 Minuten 3. 2 Minuten haben wir noch. Ich muss das echt mal mit dem Countdown jetzt mal einhalten. Oh, der hat einen verzauberten Bogen gehabt. Wahnsinn. 15 Level. Ich will jetzt gucken, was die da handeln und was ich bei denen eventuell eintauschen könnte. Damit wir einen Emerald da rauskriegen. Haben wir ja vielleicht, hätten wir ja vielleicht doch noch was in der Folge geschafft. Das wäre doch schön. Ich fände das einfach schön. Hallo Villager, was geht, Bitches? Ich bin zurück. Oh nein, der ist schon wieder. Papier. Ha. 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 Scheiß Geschäfte macht ihr. Naja, das könnte ich vielleicht noch machen, aber mach ich mit eurem eigenen Weizen. Muhahaha. Ha. 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 Was die für Geräusche machen, ne? Alter, was geht mit ihm ab? Breakdance! Woohoo! Yeah! Woohoo! Alter, was geht mit ihm? Sorry. Ich wollte dich nicht aufhalten. Alter, geht er voll ab hier. Sonst noch Villager hier. Kirchenvillager, nein. Schade. Schade, schade. Alter, die gehen alle vorab und machen hier einen Gangbang. Kein Gangbang machen. Nein! Nein! Ha! Schnauze. Ich glaube, ich mache das mit den 26 Papier. Das ist am einfachsten. Geh mal weg hier, Bitches. Erstmal eine Potato.
Ich würde sagen, wir haben am Folgenende, ne? Ja, 14:57. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, wir tauschen mit den Villagern. Yeah!